Hallo und Servus vom Tegernsee. Heute habe ich mal was anderes für euch, und zwar habe ich heute mal ein Kit-Objektiv dabei. Das wird kein Review, auch nichts für Pixelpieper, sage ich gleich dazu, sondern ich werde es einfach mal in der Praxis testen. Ich habe nämlich bis jetzt noch nie ein Sony-Kit-Objektiv benutzt. Das ich heute hier dabei habe, das ist das Sony 28 bis 60 mm. Ich zeige es euch mal. Sieht man es hier, so, da, an der A7C habe ich es dann, und werde jetzt einfach mal hier bei den schon recht schwierigen Lichtverhältnissen in der Dämmerung mal schauen, was das Teil so kann und ob ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Wenn es euch interessiert, bleibt dran, ich würde mich freuen. Ja, ich bin jetzt selbst wirklich mal gespannt. Ich habe jetzt die ersten Aufnahmen gemacht. Ich zeige sie euch gleich mal. Und der ISO-Wert, der geht wirklich rapide hoch jetzt bei den Lichtverhältnissen. So 8000 ist nix und manchmal sind es sogar schon 25.600. Also da bin ich echt mal gespannt, ob man da mit Lightroom und mit der Entrauschen-KI tatsächlich noch was rausholen kann bei dem Objektiv. Ja, in der Zwischenzeit habt ihr ja die Fotos gesehen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich habe die Fotos jetzt ja noch nicht bearbeitet gesehen. Und ich bin auch mal gespannt, ob und wie sie was geworden sind. Also dann, in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.